Hallo, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem nächsten Screencast, in dem wir uns etwas genauer noch mit der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung beschäftigen wollen. Grundlage der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung ist der Betriebsabrechnungsbogen, kurz auch BAB genannt. Ein einstufiger BAB ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung macht bei uns natürlich wenig Sinn, weshalb wir uns auf den mehrstufigen BAB mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung konzentrieren werden. Die wesentlichen Aufgaben des Betriebsabrechnungsbogens sind erstens, die primären Gemeinkostenarten nach Verursachung auf die Kostenstellen zu verteilen. Diese Aufgabe wird in der Regel direkt von der Finanzbuchhaltung bei der Verbuchung der einzelnen Belege mit erfüllt. Interessanter ist das Vorgehen bei den nachfolgenden drei Schritten, nämlich zunächst geht es darum, die Kosten allgemeiner Kostenstellen auf nachgelagerte Kostenstellen weiter zu verteilen. Als nachgelagerte Kostenstellen werden Kostenstellen verstanden, die im Wertschöpfungsprozess des Unternehmens dichter am Endprodukt als die allgemeinen Kostenstellen sind. Danach, Schritt 2, wird die weitere Aufgabe erfüllt, nämlich die Verteilung der Kosten von den Hilfskostenstellen ebenso wie die von allgemeinen Kostenstellen auf die Hauptkostenstellen. Dritter Schritt, erst dann ist es möglich, den nächsten Schritt bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung durchzuführen, nämlich die Ermittlung von Kalkulationssätzen je Kostenstelle, nämlich je Endkostenstelle, durch eine Gegenüberstellung von den Einzelkosten einerseits und den aufgelaufenen Gemeinkosten andererseits. Schauen wir uns den grundsätzlichen Aufbau eines Betriebsabrechnungsbogens einmal an. In der Kopfzeile sind üblicherweise die verschiedenen Kostenstellenbezeichnungen aufgelistet. In unserem Beispiel also die Bezeichnungen allgemeine Kostenstelle 1 bis Verwaltung und Vertrieb. In der zweiten Zeile werden die primären Gemeinkosten aufgelistet. In dem gelb unterlegten Bereich findet die Umlage der verschiedenen Gemeinkosten statt. Hierbei werden zunächst die Gemeinkosten der allgemeinen Kostenstellen und Hilfskostenstellen untereinander entsprechend der gegenseitigen Leistungsbeziehungen verrechnet und somit auch auf die Hauptkostenstellen verteilt, um anschließend auf den Hauptkostenstellen vertikal addiert zu werden. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass bei dieser Verteilung der Kosten sich die Summe aller Gemeinkosten nicht ändert. Sie wird nur neu verteilt. Das heißt, die Summe, die vorher in dem Feld links oben des BAB gestanden hat, ist identisch und muss identisch sein mit der Summe, die sich aus den Werten A plus B plus C hinter der Bezeichnung Summe Gemeinkosten ergibt. Im nächsten Schritt werden nun die Gemeinkosten A, B und C jeweils den Einzelkosten bzw. der Bezugsbasis X, Y und Z bei den Hauptkostenstellen gegenübergestellt. Daraus ergeben sich die in den grünen Feldern angegebenen Zuschlagsätze. Schauen wir uns das Ganze nun als Zahlenbeispiel an. Wir gehen davon aus, wir befinden uns in der Planungsphase für das nächste Jahr und wollen die geplanten Verrechnungs- und Zuschlagsätze berechnen. Am Ende müssen also alle Kosten auf den Hauptkostenstellen ankommen, um von dort auf die Kostenträger zu gelangen. Nehmen wir dazu an, die Einzelkosten für die Materialkostenstelle wären 17.800, für die Fertigungskostenstelle 15.100 und für die Verwaltungs- und Vertriebskostenstelle läge die Bezugsbasis bei 35.000. Die primären Gemeinkosten von 5.500 in Summe teilen sich wie folgt auf die angegebenen Kostenstellen auf. Allgemeine Kostenstelle 1 mit 100, allgemeine 2 mit 250, allgemeine 3 mit 150, Material mit 1500, die Fertigungshilfskostenstelle mit 1000, die Fertigungskostenstelle mit 2000 und Verwaltung und Vertrieb mit 500.
Im Folgenden werden nun die Kosten der Kostenstelle Allgemeine 1, 2 und 3 sowie der Fertigungshilfskostenstelle umgelegt. Ich wende dabei in diesem Beispiel ein exaktes Verfahren, nämlich das iterative Verfahren an. Bevor die Kosten der allgemeinen Kostenstelle 1 umgelegt werden können, muss klar sein, welche Menge an Leistung diese Kostenstelle an andere Kostenstellen abgegeben hat. Nehmen wir an, es handelt sich bei der allgemeinen Kostenstelle 1 um die Personalabteilung. Im gesamten Unternehmen ohne die Personalabteilung seien 25 Mitarbeiter beschäftigt. Folglich muss jede Kostenstelle pro Mitarbeiter ein 25stel der Kosten der Personalabteilung tragen. Leider kann man nun nicht einfach die primären Gemeinkosten von 100 durch 25 teilen, um auf den Verrechnungssatz für die Personalabteilung zu kommen, da es ja durchaus möglich ist, dass die Personalabteilung im Verlauf der weiteren Kostenstellenverrechnung noch Kosten anderer Kostenstellen, die für die Personalabteilung Leistung erbracht haben, belastet bekommt. Wenn es sich also bei der allgemeinen Kostenstelle 2 zum Beispiel um die EDV handelt, so muss die EDV sicherlich die von ihr für die Personalabteilung erbrachte Leistung vergütet bekommen. Da nun aber Kosten von der Personalabteilung in der Abteilung EDV auflaufen und umgekehrt, beeinflussen diese Kostenstellen ihre Verrechnungssätze also gegenseitig. Mathematisch betrachtet fließt hier also das Ergebnis einer Berechnung in die Berechnung selbst ein. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Problematik vollständig zu durchschauen. Diese Herausforderung kann man entweder mit dem mathematischen Verfahren oder dem iterativen Verfahren, das ich hier angewandt habe, lösen. In der Übungsphase, in der wir aus Vereinfachungsgründen eher das nicht exakte Stufenleiterverfahren anwenden, werde ich Ihnen aber auch an einer Aufgabe zeigen, wie man selbst und ganz einfach einen entsprechenden BAB in Excel zur Anwendung des iterativen Verfahrens aufbauen kann. Nach Durchführung des iterativen Verfahrens hat sich in diesem Beispiel ergeben, dass auf der allgemeinen Kostenstelle 1 neben den primären Gemeinkosten von 100 noch sekundäre Gemeinkosten von 25 auflaufen. Diese sind durch Belastungen in Höhe von 10 durch die allgemeine Kostenstelle 2, 5 von der allgemeinen Kostenstelle 3 und 10 von der Fertigungshilfskostenstelle entstanden. Im Rahmen der Planungsrechnung müssen nun also 125 umgelegt werden. Wenn die allgemeine Kostenstelle 2 nun von der Gesamtleistung der allgemeinen Kostenstelle 1 2/25 bezogen hat, so werden hier also sekundäre Gemeinkosten von 10 berechnet. Ebenso wird bei den weiteren Kostenstellen verfahren. Nach demselben Prinzip werden nun die weiteren Kostenstellen allgemeine Kostenstelle 2, allgemeine Kostenstelle 3 und Fertigungshilfskostenstelle umgelegt. Auch hierbei muss natürlich klar sein, welche Leistungen welche Kostenstelle abgegeben hat und welche Kostenstelle welche Leistungen empfangen hat. Bitte beachten Sie, dass jeweils die Kosten, die anderen Kostenstellen belastet werden, was hier schwarz dargestellt ist, der Kostenstelle, die gerade umgelegt wird, gutgeschrieben werden. Diese Gutschrift habe ich hier in Rot und mit einem Minus versehen dargestellt. Wenn wir nun die primären und die durch die Umlage entstandenen sekundären Gemeinkosten je Kostenstelle vertikal addieren, sehen Sie, dass auf den allgemeinen Kostenstellen und der Fertigungshilfskostenstelle sich jeweils die Summe 0 ergibt, was im Rahmen der Planung ja auch beabsichtigt ist. Auf der Materialkostenstelle hingegen sind 1780 aufgelaufen, auf der Fertigungskostenstelle 3020 und auf der Kostenstelle Verwaltung und Vertrieb 700. Zusammen ergibt dies wieder 5500, also genau die Summe, die wir ursprünglich als primäre Gemeinkosten auf allen Kostenstellen hatten. Das heißt, die Kosten sind natürlich noch genauso hoch wie zu Beginn, nur sind sie jetzt auf den Hauptkostenstellen gesammelt und die allgemeinen und Nebenkostenstellen sind entsprechend entlastet worden. Von den Hauptkostenstellen können die Gemeinkosten nun also auf die Kostenträger weiter berechnet werden. Verrechnet, wie man in der Kostenrechnung sagt.
Dies geschieht beispielsweise mit einem Zuschlagsatz. Wie vorhin im grundsätzlichen Beispiel schon erwähnt, werden die Zuschlagsätze durch eine Gegenüberstellung der Einzelkosten, also der Bezugsbasis, und der jeweiligen Summe der Gemeinkosten auf den Hauptkostenstellen ermittelt. Bei der Materialkostenstelle ergibt sich also durch die Gegenüberstellung von 1.780 Gemeinkosten und 17.800 Einzelkosten ein Zuschlagsatz von 10%. Bei der Fertigungskostenstelle ein Zuschlagsatz von 20% und bei der Verwaltung und Vertriebskostenstelle ein Zuschlagsatz von 2%. Was bedeutet das nun? Nehmen wir an, bei der Materialkostenstelle bedeuten die 17.800, dass durch die Materialkostenstelle im Verlauf der Periode geplant wird, Material von 17.800 für die herzustellenden Produkte zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig haben wir ermittelt, dass sich Materialgemeinkosten in Höhe von 1.780 in dieser Periode ergeben werden. Was liegt also näher, als zu sagen, jeder Euro Material, der einem Auftrag direkt und verursachungsgerecht zugeordnet und belastet wird, bekommt noch einen Materialgemeinkostenzuschlag von 10%. Der Auftrag wird somit insgesamt mit Materialkosten von 1,10 Euro belastet. 1 Euro davon sind Einzelkosten, nämlich die reinen Materialkosten, und 10 Cent davon sind Materialgemeinkosten. Wenn nun am Ende der Periode die gesamten 17.800 Euro auf allen hergestellten Produkten verursachungsgerecht verteilt sind, weiß man ja sehr genau, welches Material in welchen Auftrag geflossen ist. Und so sind quasi im Huckepack-Verfahren auch die Materialgemeinkosten von 1.780 über den Materialgemeinkostenzuschlagsatz von 10% verursachungsgerecht einzelnen Aufträgen angelastet worden. Der Auftrag mit viel Material bekommt viel Materialgemeinkosten, ein Auftrag mit wenig Material bekommt wenig Materialgemeinkosten. In gleicher Weise wird mit den Fertigungskosten und den Gemeinkosten der Fertigungskostenstelle sowie den Herstellkosten des Vertriebs und den Gemeinkosten der Kostenstelle Verwaltung und Vertrieb verfahren. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Thank you.